Licht, das an einer Oberfläche gebrochen wird, wird immer auch etwas reflektiert. Wenn wir zum Beispiel hier eine Wasser- oder Glasoberfläche haben, hier Luft oder Vakuum, dann wird neben der Reflexion des Lichtes, neben der Brechung des Lichtes, auch immer ein bisschen Reflexion auftreten. Das ist aber wenig, vergleichsweise wenig. Das Reflexionsgesetz und das Brechungsgesetz gilt für diese beiden Strahlen dann separat. Jetzt kann aber Licht, wenn es aus dem optisch dichteren Medium kommt, also aus dem Wasser zum Beispiel raus möchte, dann unterliegt das ja ebenfalls dem Brechungsgesetz. Das heißt, das Licht ist da außen unter einem größeren Winkel, wir nehmen den ja immer Alpha, als Beta, unter einem größeren Winkel Alpha als der Winkel Beta unterwegs. Und wenn wir jetzt diesen Winkel Beta künstlich immer größer werden lassen, und der Winkel Alpha ebenfalls größer sein muss, da kommt irgendwann mal die Situation, dass der Winkel Alpha 90 Grad wird. Diese Situation tritt zum Beispiel jetzt hier auf, der Winkel Alpha wäre jetzt 90 Grad und das Licht wird dann gerade in die Oberfläche hinein gebrochen. Und wenn der Winkel Beta dann noch größer würde, nehmen wir mal den Grenzwinkel, wo das gerade auftritt, wenn der Winkel Beta noch größer würde, ist die Frage, was passiert dann? Jetzt ist es so, dass bereits beim Grenzwinkel eigentlich die Situation nicht mehr auftritt, dass das Licht nicht mehr auftritt, dass das Licht hier in die Oberfläche hineingeht, sondern wir haben bereits hier dann eine vollständige Reflexion des Lichtes nach den normalen Gesetzen der Reflexion. Und auch wenn der Strahl dann noch flacher kommt, wird er total reflektiert. Man spricht deshalb eben auch von total Reflexion. Das kann benutzt werden, um Licht in einem dichter, in einem optisch dichteren Material zu fangen und drin zu lassen. Beispielsweise bei den Glasfaserkabeln wird das Licht unter so flachen Winkeln weitergeleitet, dass es an der Oberfläche gar nicht mehr nach außen treten kann, sondern total reflektiert wird. Bei den Glasfaserkabeln kommt noch etwas hinzu. Man möchte eigentlich auch diesen Kontakt mit der Oberfläche vermeiden, weil kleine Verschmutzungen der Oberfläche bereits einen Teil des Lichtes eben trotzdem nach außen lassen. Aus dem Grund wird bei Glasfaserkabeln sehr oft im Innern hier ein optisch dichteres Material genommen als im Außenbereich. Und das sorgt dann dafür, dass das Licht hier gar nicht so weit nach außen kommt, sondern hier durch Brechung im inneren Bereich bleibt. Diese Glasfaser mit einem höheren Brechungsindex im Innern, die haben also einen Brechungsindex-Gradienten. Ein Gradient ist ein örtlicher Unterschied. Und diese Brechungsindex-Gradientenfasern nennt man auch abgekürzt Gradientenindexfasern. Die werden in der Glasfasertechnik bei der Lichtleitung verwendet.